Dann darf ich alle herzlich begrüßen zur heutigen Einheit unserer Ringvorlesung. Unser heutiger Vortragende ist Christian Zwick. Vielen Dank, dass du dich bereit erklärt hast, einen Vortrag zu halten. Christian, ich werde dich ganz kurz vorstellen. Christian Zwick arbeitet am Zentrum für Interamerikanische Studien der Uni Graz. Zuvor war er als Professor an der Universität Caracas in Venezuela. Er war auch Gastprofessor an der Uni in Cartagena in Kolumbien. Darüber hinaus war er auch Vertretungsprofessor an den Unis Erfurt und Köln sowie auch Juniorprofessor in Trinidad und Tobago. Seine thematischen Schwerpunkte sind, nur ein kurzer Auszug von den vielen Schwerpunkten, sind Geschichte der europäischen Expansion im Atlantischen Raum, Kolonialgeschichte Iberoamerikas sowie Angloamerikas, Frankoamerikas und Niederländisch-Amerikas in der neuen frühen Neuzeit, transatlantischer Sklavenhandel und atlantische Sklaverei, US-Imperialismus in den Amerikas, Erster und Zweiter Weltkrieg im karibischen Raum, Dekolonisierungsprozesse nach 1945, Black Power und so weiter und so weiter. In etwa passend, Christian? Ja, ausgezeichnet. Super. Danke. Danke, Christian, dass du hier bist und wir freuen uns auf deinen Vortrag. Bitte. Ja, danke, Max, noch. Ja, hier, dass du das PowerPoint auf den Zuruf weiterschaltest. Ja. Ich begrüße alle hier Anwesenden, die den Weg hierher gefunden haben in dieses Kastel hinein sozusagen. Und es tut uns natürlich, glaube ich, da kann ich auch im Namen von Marc sprechen, natürlich leid, dass wir hier nicht physisch präsent sein können, sondern nur online. Aber immerhin ist das besser wie vor 10, 15, 20 Jahren, wo es diese Möglichkeit nicht gegeben hätte und Vorlesungen oder Veranstaltungen abgesagt werden hätten müssen. Also so gesehen ist das Tool auch schon wertvoll, weil man auch dahingehend Leute, Menschen erreichen kann, die man sonst eben nicht erreicht hätte. Mein Thema heute ist Venezuela zwischen Demokratie und Anarchie 1999 bis 2022. Und ich möchte auch gleich dazu sagen, das, was der Max am Anfang gesagt hat, dass ich also an der Universität in Caracas gearbeitet habe, um das sozusagen zu spezifizieren. Das war die Universidad Bolivariana de Venezuela, eine von vielen Universitäten, die es in Caracas selbst, also in der Hauptstadt von Venezuela, gibt. Und sie ist als solche eine Erfindung des sogenannten Bolivarianismus, der eine Folge der Politik von dem 2013 verstorbenen Präsidenten Hugo Chavez Frias war. Also das heißt, ich war ein Teil dieser Universität, die selbst für die Demokratisierung nach bolivarianischem Muster gestanden hat. Und auch noch steht. Ich möchte aber auch gleich dazu sagen, dass die letzten Jahre, seit ungefähr 2015, ich mit dem aktuellen Prozessen in Venezuela weniger zu tun habe als zuvor. Das heißt, ich kann nicht ganz aktuelle Daten liefern. Ist auch vielleicht nicht mein Job. Ich bin Historiker und nicht Politikwissenschaftler und kann mich sozusagen hier jetzt auch ein bisschen ausreden darauf, dass ich vielleicht den Prozess nicht ganz aus den Augen verloren habe, aber doch weniger Informationen zu den letzten 7 Jahren geben kann. Was nicht heißt, dass man mir nachher nicht doch auch Fragen stellen kann dazu, denn ich habe natürlich diverse Kontakte, die ich noch immer pflege nach Venezuela beziehungsweise zu Venezolanerinnen und Venezolanern, die im Ausland leben. Gut, Venezuela und seine bolivarische Revolution rücken immer wieder in das Licht der Öffentlichkeit. Vor allen Dingen erreichen die Ereignisse in Venezuela auch immer wieder die Mainstream-Medien und dann wie Venezuela berichtet, in den letzten 2 Jahren vielleicht etwas weniger, weil ja so ziemlich alles von dieser Pandemie überdeckt wird, beziehungsweise auch Konflikte, die zurzeit aktueller sind, wie in der Ukraine oder die Fragen im Chinesischen Meer, die Fragen um Venezuela etwas in den Hintergrund gerückt haben. Aber doch, wenn Venezuela in den
Medien auftaucht, dann wird ihr doch relativ viel Platz zugestanden. Und ich erinnere mich noch vor 4 Jahren, wie die Diskussion um den Gegenpräsidenten Guaido begonnen hat, die in allen Medien war und dann auch der mittlerweile verblichene, kann man sagen, österreichische Kanzler Sebastian Kurz Partei ergriffen hat gegen den offiziellen und gewählten Präsidenten Nicolas Maduro und gesagt und unterstützt hat mit ungefähr 50 weiteren Staaten das Projekt Guaido, das mittlerweile, kann man sagen, eigentlich im Sand verlaufen ist. Das Projekt Guaido als solches gibt es eigentlich nicht mehr. Das ist aber auch eines gleich der Probleme, die Venezuela hat. Es wird viel projiziert, wenn man so will. Es werden viele Projekte nicht nur jetzt, was die Opposition und das Guaido-Projekt der letzten Jahre betrifft, sondern auch, was die sogenannten bolivarischen Projekte betrifft. Da verläuft sehr viel im Sand, wird sehr viel, läuft einfach aus. Ein Mantel des Schweigens wird über viele Projekte, die scheinbar nicht wirklich ins Starten gekommen sind, ein Mantel des Schweigens wird da drüber gebreitet. Und so muss man auch sagen, dass das Projekt, und das kann ich gleich voranstellen, der bolivarischen Revolution an vielen, vielen Bereichen auch gescheitert ist. Dieses Scheitern hat wie immer innere Gründe, also Gründe der innenpolitischen, der sozialen und der wirtschaftlichen Situation, die Venezuela selbst produziert. Aber, und da muss man natürlich auch etwas sagen, Venezuela ist der größte Erdölstaat in den Amerikas, ist auch der erste große Erdölstaat in der Geschichte gewesen, zu dem werden wir auch gleich kommen. Und wenn man nur von dem Rohstoff Erdöl spricht, dann ist von Anfang an natürlich klar, dass die USA große Interessen haben, vor allen Dingen dann, wenn sich ein Land in ihrer Hemisphäre befindet und der Hegemonial, nämlich die Vereinigten Staaten von Amerika, hier doch noch anders vorgehen, als sie das in anderen kontinentalen Bereichen tun. Ich möchte vielleicht auch ganz am Anfang noch etwas Persönliches sagen, wie ich nach Venezuela gekommen bin. Ich bin 1994 im Zuge meiner Diplomarbeit über die Insel Grenada, das ist eine der kleinen Windward-Inseln in der Karibik, habe damals meine Diplomarbeit über den afrikanischen Einfluss der revolutionären Politik von Maurice Bishop geschrieben und die dazugehörigen Bibliotheken im Umfeld von Grenada, da gehört einfach Venezuela dazu. Da war ich einige Zeit an der Hauptbibliothek der Universidad Central de Venezuela. Und so bin ich das erste Mal eigentlich nach Venezuela gekommen, 94, als blutjunger Student. Und damals war die Regierung eine Koalitionsregierung unter der Führung einer ganz bekannten, schillernden politischen Figur, nämlich Rafael Caldera von der konservativen Partei Copay oder Copay, die uns heute noch im Vortrag ein paar Mal begegnen wird. Also ich kenne Venezuela vor der Präsidentschaft von Hugo Chavez und nicht nur einmal 94, sondern auch noch ein zweites Mal, nämlich 1998 vor den Wahlen vom Dezember 1998, die dann diesen ersten Sieg gebracht hat. Und dann war ich mehrere Male nach 1998 in Venezuela. Ich habe das in meinem 3 Reisepässen jetzt mal nachgeschaut, wie oft ich in Venezuela war. Und es ergibt sich doch die stolze Zahl von 57 Besuchen in Venezuela, von denen ich insgesamt 3-mal, 3 Perioden lang in Venezuela auch gelebt habe, nämlich von 2000 bis 2001 über ein Forschungsstipendium an der UCV, also an der Universidad Central de Venezuela, an dieser größten und bedeutendsten und am besten gerankten Universität Venezuelas und dann von 2006 bis 2008 an der als Professor für Kolonialgeschichte berufen an die Universidad Bolivariana de Venezuela.
Und vor allen Dingen der zweite Besuch, nämlich der von 2006 bis 2008, hat mich zu einem Akteur, zu einem Protagonisten der venezolanischen Revolution oder das, was die Revolution sein soll, auf das können wir dann gerne auch in der Diskussion noch eingehen, was soll das Revolutionäre an diesem Bolivarianismus sein, gemacht. Ich war in mehreren Missionen tätig, vor allen Dingen in bildungspolitischen Missionen, und ich habe deswegen auch drei davon hier auf das Titelbild des Slides gestellt, die Mission Sucre oder Sucre, benannt nach dem General Sucre, der im Unabhängigkeitskrieg an der Seite von Simón Bolívar gekämpft hat und sich vor allen Dingen dadurch ausgezeichnet hat, dass er den heutigen Staat Bolivien, der natürlich auch nach Bolívar benannt ist, das damalige Oberperu befreit hat. Und das ist sozusagen das Programm für die Universitäten gewesen. Mission Robinson war das Programm oder ist das Programm. Alle diese Programme gibt es noch. Über den Zustand der Programme aktuell weiß ich aber nicht genau. Mission Robinson ist ein Alphabetisierungsprogramm gewesen, um Venezuela durchzualphabetisieren, was auch 2005 gelungen ist. Laut UNO-Bericht ist Venezuela also hat eine Analphabetenrate, die unter der offiziellen sozusagen Wahrnehmungsgrenze ist. Und die Mission Ribas, eine Mission, die sich vor allen Dingen auf die Grundschulen, auf die Primarias konzentriert hat. Und dann habe ich noch angeführt die Mission Barrio Adentro. Das ist eine Mission im Gesundheitsbereich, die vor allen Dingen mit Hilfe kubanischer Ärzte dazu geführt hat, dass es flächendeckend im ganzen Land eine basismedizinische Versorgung gibt, da die medizinische Versorgung von Venezuela davor in den Händen von Ärzten war, die alles nur für Geld gemacht haben. Und somit sind große Teile der vor allen Dingen armen Gesellschaft von Venezuela hier nicht in das Programm der medizinischen Versorgung gekommen. Ich habe in diesem Zuge auch den damaligen Präsidenten Hugo Chavez Frias kennengelernt persönlich. Ich habe mich mit ihm auch dreimal zu einem akademischen Gespräch, würde ich einmal sagen, bereit erklärt, beziehungsweise er hat sich eigentlich bereit erklärt in dem Falle. Also ich kann auch da aus persönlicher Erfahrung mit ihm sowie mit einigen der Minister erzählen. Also es gibt hier sozusagen einen Nähkästchenbereich, wenn man so will, aus dem ich vielleicht auch in einer Diskussion noch etwas erzählen kann. Bin dann aber auch, und das möchte ich auch gleich sagen, 2008 eigentlich schon mit einer gehörigen Portion Frustration aus Venezuela abgereist. Vor allen Dingen auch deswegen, weil die Programme, die wir uns vorgenommen hatten, unter den Bedingungen des Jahres 2008 nicht mehr so funktioniert haben, beziehungsweise nicht mehr so weiterverfolgt wurden, wie mehrere von uns, sage ich auch gleich dazu, war da nicht alleine, da waren die seltsamsten Typen, so wie ich, unterwegs in Venezuela und haben ihre Hilfe auch diesem Prozess angeboten. Und da kann schon auch ein großes Potenzial an Frustration entstehen, wenn dann nichts weitergeht sozusagen, wenn der Sand im Getriebe überhand nimmt und die Projekte dann eben nur noch plakativ am Papier stehen, ohne dass wirklich was weitergeht. Zumindest habe ich diese Entwicklung so gesehen. Das heißt nicht im Gegenzug, dass ich die bolivarische Revolution, als das sie sich bezeichnet, für vollkommen gescheitert betrachte. Aber das Tempo und die Umstände, auch in Venezuela zu leben mit der ausufernden Kriminalität und der Gewaltspirale, haben mich dann eben auch haben mich dazu bewogen, nach Kolumbien, wenn man so will, weiter zu wandern. Um dort sozusagen als Gastprofessor dann 2 Jahre angestellt zu sein, bevor ich dann übrigens noch, das habe ich in der Ankündigung nicht gehört, 1 Jahr in Kuba, in Havanna war, mit einem DAAD-Stipendium als Gastdozent.
Ich habe im Zuge dessen, wenn wir schon von solchen komischen Typen sprechen, die sich dort in Venezuela der Jahre 2006 bis 2008 aufgehalten haben, vor allen Dingen eine Person in Erinnerung, die sehr viel im theoretischen Bereich von Governance und auch von Globalization gemacht hat. Und das war die leider 2019 verstorbene chilenische Soziologin und auch Psychologin Martha Harnecker, die im Übrigen ihre eigene Biografie liest sich wie die Biografie einer ganzen Reihe von bekannten lateinamerikanischen linken Protagonistinnen und Protagonisten wie Eduardo Galeano oder der Ernesto Cardenal, der auch kürzlich verstorbene Befreiungstheologe Nicaraguas. Und sie hat auch noch vorarlbergische Eltern, also sie hat auch noch einen österreichischen Bezug. Und mit ihr und ihrem Mann, dem kanadischen Philosophen und Marxisten Lebowitz, habe ich mich sehr viele Abende über das Konzept des Sozialismus des 21. Jahrhunderts unterhalten. Ein Modell, das in seinen Grundzügen von ihr und Heinz Diederich, dem deutschen Soziologen, betrieben wurde und dazu natürlich auf den Theorien von Arno Peters aufbaut, jenem Bremer Historiker und Geografen, der diese Theorie der äquivalenten Ökonomie und der partizipativen Demokratie noch einmal salonfähig gemacht hat. Und dadurch unterscheidet sich der Sozialismus des 21. Jahrhunderts doch maßgeblich von Theorien des klassischen orthodoxen Marxismus-Leninismus, denn das Vorbild, das praktische Vorbild Venezuelas, und das widerspiegelt sich auch in den neuen Verfassungen von 1999 und dann mit den Amendments von 2008, ich würde nicht sagen, dass das eine neue Verfassung war, am Schweizer Modell, ist also weit entfernt von irgendeinem marxistischen Ansatz. In der Praxis, allerdings in der Theorie, kommt zu den bereits erwähnten Herrschaften rund um die beiden deutschen Kollegen und die chilenische Kollegin auch noch sicherlich anarchistisches Gedankengut dazu. Vor allen Dingen die Theorien von Kropotkin hin zu einer in kleineren Einheiten strukturierten regionalen bis hin zu lokalen Verwaltung, die mitunter besetzte Fabriken und Besetzungen von Betrieben an sich mit einbezieht. Also das gesamte Modell, das auch im Bereich der Medien und auf allen Ebenen mit begleitet wurde. Und ich habe da, weil ich vorher erwähnt habe, mit dem Präsidenten selbst auch eine lange Diskussion über Antonio Gramsci geführt, die nie enden wollte. Er hat dann diesen Diskurs bei einem einer Massenveranstaltung mit über 1,5 Millionen Menschen auf der Avenida Bolívar wiedergegeben. Nicht, dass ich da jetzt der zündende Funke war, aber es ist schon interessant gewesen, dass sich ein Politiker, ein ehemaliger Militär vor seine Bevölkerung steht und versucht, der Bevölkerung Antonio Gramsci schmackhaft zu machen. Man stelle sich vor, Karl Nehammer stellt sich vor das Publikum und versucht, Otto Bauer oder auch andere Theoretiker der österreichischen und sei es der rechten ideologischen Spektrums zu zitieren. Alles unmöglich. Und das meine ich, wenn wir jetzt über Venezuela die nächsten Minuten sprechen, dann ist mir wichtig, dass wir das auch schon im Hinterkopf haben. Es geht hier schon sehr stark um
immer eigentlich in Lateinamerika, wenn es vor allen Dingen interessant wird, doch um Leute, die sich stark mit theoretischen Fragen auseinandersetzen und dann sozusagen dieses Bourdieu'sche Problem von der Theorie in die Praxis haben, weil die anderen nicht mitspielen oder vielleicht sogar auch nicht mitkommen. Denn ich kann mir beim besten Willen und bei aller Liebe der venezolanischen Teilnehmer an diesen Massenveranstaltungen nicht vorstellen, dass sozusagen sie aufgrund ihrer Möglichkeiten, vor allen Dingen auch aufgrund ihrer edukativen Möglichkeiten, den Diskursen des Präsidenten wirklich folgen konnte. Trotzdem fand ich spannend, dass das passiert ist. Dieses Phänomen Chavez und dieses Phänomen einer Demokratisierung Venezuelas zu verstehen, ist es, glaube ich, auch ganz wichtig, dass man ein bisschen einen historischen Abriss über die Geschichte Venezuelas erhält. Und das ist ja sozusagen das, was ich auch als Historiker bieten kann. Und ich möchte jetzt ein bisschen in die Geschichte Venezuelas eintauchen, um dann am Schluss in einem abschließenden Kapitel sozusagen das noch einmal. Christian Zwick ist gerade rausgefallen. Wir warten kurz. Christian? Hört man mich wieder? Ja, man hört dich wieder. Ich schalte noch einmal die Kamera ein. Ich finde, das ist fürchterlich, wenn man niemanden sieht, wenn der spricht. Kannst du die einschalten? Habe ich jetzt. Sieht man mich wieder? Super. Ja. Also ich meine, dass es hier wichtig ist, hier ein bisschen einen Einblick auch in die historische Dimension zu bekommen, aus der sich dann eben auch ableiten lässt, welche Möglichkeiten eben Venezuela vielleicht für die Zukunft hat, auch wenn ich wenn bei mir die Skepsis mit dem neuen Präsidenten kann man eigentlich nicht mehr sagen, weil der ist ja auch mittlerweile schon 8 Jahre im Amt. Ich kenne ihn übrigens auch persönlich. Meine Meinung über den Präsidenten möchte ich aber jetzt hier nicht unbedingt öffentlich kundtun. Die Geschichte Venezuelas ist eng verbunden mit einer Person, die wahrscheinlich jeder von euch kennt. Also ganz sicher, es ist Amerigo Vespucci, jener florentinische Sklavenhändler, um gleich einmal auszuräumen, was wir in der Schule über ihn gelernt haben, weil ich habe noch im Unterricht in den 1980er Jahren in Österreich gelernt, er wäre ein Kartograf gewesen. Also der Mann hat in seinem Leben keine einzige Karte gemacht. Was er wirklich gemacht hat, war Sklavenhändler, und zwar für die Firma Medici in Florenz. Und die hat auch den Auftrag gegeben, diese Reise durchzuführen, die im 1499 unter der Führung von Alonso de Ojeda an die Küste von Venezuela geführt hat. Und er ist auch verantwortlich dafür, dass der Name Venezuela generiert wurde, der ja in auf Deutsch übersetzt Klein Venedig heißt. Das heißt also, Vespucci hatte eine Assoziation, als er die indigenen Architektur gesehen hat, die auf Pfahlbauten im Wasser steht, da sind das anscheinend dann, macht man schon Fantasie dafür. Aber gut, so ist der Name entstanden. Es gibt auch einige andere Theorien, aber das ist sozusagen das allgemeingültige Narrativ darüber. Erfolgreich waren die Spanier in den ersten 20, 30 Jahren dort überhaupt nicht. Der indigene Widerstand in Venezuela war zu stark, als dass die Spanier dort Siedlungen aufbauen konnten. Und das ist auch gleich das Erste, was man sich sozusagen hier merken soll. Venezuela ist ein Land mit einer sehr starken indigenen Bevölkerung bis heute. Flächenmäßig beleben indigene Kulturen noch immer große Teile Venezuelas. Vielleicht ist ihre Anzahl
Zahlen natürlich nicht so groß wie die der nicht indigenen Bevölkerung, aber flächenmäßig erstrecken sich die Gebiete der Wayuu oder der Yanomami und viele andere, der Pemon und so weiter, über sehr große Teile von Venezuela. Allerdings sehr stark, viele Gruppen sind sehr stark zurückgedrängt worden und müssen sich sozusagen mit Gebieten südlich des Orinokos, also sprich in Amazonien, begnügen. Also das ist nicht das Gebiet, in dem sie eigentlich vorher gelebt haben, sondern viele dieser indigenen Gruppen wurden dorthin in den letzten 500 Jahren vertrieben. Also auch diese Geschichte, die Indigenen leben immer schon im Urwald und wissen, wie man mit dem Urwald lebt. Es ist auch eine Sache, die zu diesem Narrativ dazu gehört, dass die sogenannten Indianer Wilde sind, die in irgendwelchen unzugänglichen Gebieten leben und von denen man dann lernen kann, sozusagen nach dem Begriff des edlen Wilden, wie man ethnobotanische und ethnomedizinische Dinge lernt, um vielleicht in Zukunft Krankheiten zu bekämpfen, von denen wir ja seit 2 Jahren so richtig ordentlich umgeben sind. Der neue König, Karl I., der bei uns besser bekannt ist als Karl V., nämlich als deutscher Kaiser, als spanischer König hieß er Karl I., der beauftragt dann das Bankhaus der Welser in Augsburg mit der Kolonialisierung von Venezuela, weil es die Spanier einfach nicht einerseits nicht wirklich geschafft haben und andererseits war der Kaiser schwer verschuldet bei den Welsern und auch bei den Fuggern wegen der Kaiserwahl von 1519 bis 21. Und um diese Schulden abzubauen, hat er den Welsern und auch den Fuggern, denen hat er Chile übergeben und damit wollte er seine Schulden bei den Bankhäusern loswerden. Und die Welser versuchen dann dieses famose Goldland Eldorado zu finden und auf diesem Weg hinterlässt uns der Gouverneur, der deutsche Gouverneur, übrigens, da sind auch viele vorderösterreichische Protagonisten dabei, also die jene Gebiete zwischen dem Breisgau und dem oberen Verlauf der Donau, also rund um Ulm herum dabei. Nikolaus Federmann, der schreibt dann eine Geschichte. Jetzt schauen wir mal ein paar Slides vor, bitte. Also weiter. Glaube ich, heißt das Zauberwort. Ja, also das wäre sozusagen das Bild des Sozialismus des 21. Jahrhunderts. Weiter. Hier haben wir die sogenannte Gründung der Achse zwischen Chavez, Evo Morales von Bolivien und Fidel Castro im Jahr 2000 mit der Gründung der ALBA, auf die ich dann später noch eingehen werde. Nächstes. Und hier kommen wir jetzt zu dem, was ich gerade gesagt habe. Links Amerigo Vespucci, der ja auch der Namensgeber seines Vornamens wie Amerika, Amerigo ist und die Expedition, die dann 1499 ja geleitet hat. Nächstes bitte. Hier sehen wir eine Karte von Venezuela. Also Venezuela ist das Gebiet, das Sie sehen, in der linken Ecke das große Delta des Orinoco-Flusses bis zu dieser großen Bucht rechts unten, die Maracaibo-Bucht. Also das ist das heutige Venezuela. Und an dieser Karte aus dem 16. Jahrhundert sehen Sie, dass es 2 Provinzen eigentlich gab historisch. Eine hieß Venezuela und die zweite hieß Paria und Neu-Andalusien, also Nueva Andalusia. Bitte das nächste. Hier sehen wir jetzt den König Karl V., Habsburger. Ja, die Bilder sagen ja eh alles über die Habsburger. Und dann sehen wir daneben das Wappen der Welser, die das stellvertretend für diese Aktion. Das nächste bitte. Hier sehen wir eine Zeichnung, wahrscheinlich von Nikolaus Federmann. Zeigt sehr schön auch das Bild eines Mannes aus der frühen Neuzeit, Anfang des 16. Jahrhunderts. Übrigens bei diesen Welser Unternehmungen ist auch Ulrich von Hutten dabei. Das ist der Cousin
des berühmten Reformators Hutten. Also man sieht auch, dass es hier protestantische Protagonisten gegeben hat. Und diese berühmte bekannten Reisebeschreibungen, die Erzählungen der ersten Reise von Nikolaus Federmann, in der er ganz klar beschreibt, wie die Deutschen ihre indigenen Trägerinnen und Träger aufessen. Also diese ich würde schon sagen, kannibalistische, unter Anführungszeichen, Vorwürfe, die man den Indigenen vorgeworfen hat, die trifft in diesem Buch voll auf die Europäer zu. Also wer hier jetzt die Wilden waren, wer waren jetzt die Barbaren? Solche Fragen sind sicherlich auch von Interesse, jetzt nicht unbedingt für diesen Vortrag, aber sie spielen in der Bevormundung des Hegemonials, nämlich des Westens, egal ob das jetzt die Europäer am Anfang waren oder später die USA, bis heute eine große Rolle und führen überall in Lateinamerika zum antiimperialistischen Reflexen. Nächstes bitte. Es dauert eigentlich dann bis 1577, ehe mit Diego de Losada die Hauptstadt Caracas, mit vollen Namen Santiago de León de Caracas, im Caracas-Tal auf ca. 900 Meter Seehöhe, inmitten dieser Ostkordillere der Anden, denn Venezuela ist ja auch ein andines Land, die Anden erstrecken sich ja wirklich von Venezuela bis runter nach Feuerland, und das ist sozusagen der erste Held, den Hugo Chavez und seine Politik sozusagen aufs Podest gehoben haben. Wir sind eine indigene Bewegung, wir sind eine afro-venezolanische Bewegung, wir sind eine mestizische Bewegung, und damit unterscheiden wir uns von allen anderen politischen Systemen, die vor 1999 waren. Und das ist der Anführer Guaycaipuro. Den kennt in Venezuela wirklich jedes Kind, weil der steht in jedem Schulbuch jetzt auf der ersten Seite. Das sind so Dinge gewesen, die in dieser Mission Robinson, die ich vorher, von der ich gesprochen habe, eine wichtige Bedeutung haben. Er ist übrigens ein Anführer der Guayqueries gewesen. Das sind Arawak sprechende Indigene, die vor allen Dingen das Küstenland bei Caracas im Norden, Caracas liegt ungefähr 25 Kilometer von der Küste, wie gesagt, in einem ersten Hochtal besiedelt haben. Daneben seht ihr das Wappen von Caracas und das Gründungsdatum 1567. 1577 wird Caracas Hauptstadt und löst damit Coro ab, die erste Hauptstadt Venezuelas. Bitte das nächste, Max. Ja, Venezuela ist von Anfang an benachteiligt in diesem Kolonialprogramm. Das ist ein weiterer Punkt, der ganz wichtig ist, um Venezuela zu verstehen. Venezuela war von Anfang an nicht in diese Monopolroute, in diese spanische Monopolroute, genannt Carrera de Indias, eingegliedert. Das heißt, es gibt einen Monopolhafen in Spanien, das ist Sevilla. Das wird dann später im 18. Jahrhundert noch kurzfristig von Cadiz abgelöst. Und dann gibt es, wie man auf dieser Karte hoffentlich sieht, sogenannte Monopolhäfen, die einzig alleine autorisiert sind, Waren direkt aus Europa anzunehmen. Und das sind die Häfen von Havanna auf Kuba, von Veracruz in Mexiko und von Nombre de Dios und später Portobello in Panama und Cartagena im heutigen Kolumbien. Alle anderen Regionen in Spanien müssen sozusagen betteln bei diesen Häfen, damit irgendwas von den guten Waren aus Europa noch dort ankommt. Das heißt, das öffnet natürlich Tor und Tür für den Schmuggelhandel. Und das ist auch etwas, was nicht jetzt genuin venezolanisch ist, aber das ist eine Tradition, die sich in der Praxis, in der ökonomischen Praxis in Venezuela bis heute erhalten hat. Das heißt, in Venezuela wird so viel wie möglich ohne Besteuerung gearbeitet. Also was auch immer Menschen dort arbeiten, man versucht es vor dem Gesetzgeber, vor dem Ministerio de Hacienda, also vor dem Finanzministerium,
zu verstecken. Das heißt, wenn man einen Staat aufbauen will, einen modernen, positivistischen Staat, so wie das in Europa ja passiert ist, dann tut man sich in solchen Ländern natürlich bewusst sehr schwer, weil die da in der Finanz- und Steuerpolitik einfach nicht mitspielen. Das heißt, man kann sich zwar da den Mund fusselig reden und einen versuchen sozusagen, und das ist ja, was der Chavez versucht hat, einen aus Venezuela einen Staat zu schaffen, der so funktioniert, wie ein moderner Staat funktionieren soll, und aus diesem Bereich des Schmuggelwesens und auch dieses Banditenwesens herauszukommen, ist einer der Gründe, warum das System auch bis heute nicht funktioniert hat und warum es, und das muss man auch hier sagen, bis heute in Lateinamerika so aussieht, wie es halt aussieht, dass halt solche Mechanismen aufgrund der historischen Praxis nicht funktionieren können. Der einzige Staat, der das im Übrigen geschafft hat, in Lateinamerika, der wirklich ein Staat nach einem Muster, europäischen Muster ist. Die USA funktionieren ja auch in Wirklichkeit nicht so, wie man ja auch anhand der News immer wieder vernehmen muss, from the America, ist Kuba. Kuba ist der einzige Staat, der eigentlich es verdient, als solcher auch genannt zu werden. Und das ist sicherlich einer der Gründe, warum Venezuela hier besonders schlecht funktioniert, weil es eine Peripherie war und auch eine Peripherie eigentlich bis ins 18. Jahrhundert geblieben ist. Also ein Hort der Piraterie, des Schmuggelwesens, des Banditentums, des Filibusterowesens und so weiter und so fort. Administrativ war es komischerweise von Neuspanien verwaltet und nicht vom Vizekönigreich Peru. Administrativ und verwaltungstechnisch und juristisch war es auch nicht von dem Appellationsgerichtshof, man möge glauben, vielleicht aus Bogotá verwaltet, sondern von Santo Domingo, also der Hauptstadt, der heutigen Hauptstadt der Dominikanischen Republik. Also es gab weder rechtlich noch politisch noch ökonomisch irgendwie eine Kontrolle über Venezuela. Und das ist der Grund, warum sich Venezuela eigentlich 200-300 Jahre lang am Anfang ja so durchwurschtelt und natürlich verschiedene Warlords dort entstanden sind, die regional ihre Macht da abgesichert haben. Das ändert sich eigentlich erst im 18. Jahrhundert. Der spanische Erbfolgekrieg von 1701 bis 1713/14 ist ein Versuch gewesen, und das ist vielleicht ganz interessant für die Österreicherinnen und auch die in Österreich studieren jetzt, der Versuch Österreichs übrigens gewesen, über Karl, den späteren Karl den VI., der bei uns bekannt ist wegen der pragmatischen Sanktionen und weil er der Vater von unserer Mutti ist, nicht? Wir haben ja auch eine Mutti, nicht nur die Deutschen haben die Angela gehabt, sondern wir haben die Maria Theresia. Und der ist der Vater und der investiert extrem viel Energie in diesem spanischen Bürgerkrieg. Der sitzt ja in Barcelona gegen den bourbonischen Gegenkönig, der in Madrid sitzt, der von Ludwig XIV. Unterstützt wird, dem Philipp. Und der Karl versucht, die Lateinamerika, also die iberoamerikanischen Besitzungen unter habsburgische Krone zu bringen. Also es gibt sozusagen hier einen Kampf zwischen Karl und Philipp um die iberoamerikanischen Besitzungen. Und da denkt sich Venezuela, das ist vielleicht keine schlechte Idee, hier Fahne zu bekennen. Und Venezuela wird für vier Jahre von 1701 bis 1705 von habsburgischen Deputierten, wenn man so will, die dorthin geschickt wurden, verwaltet. Also das ist sozusagen eine kleine österreichische Kolonialgeschichte, die hier stattgefunden hat. Bringt aber nichts. Die Bourbonen ergreifen die Macht in Spanien und somit fallen ihnen auch alle Kolonien in den Amerikas zu. Einige von euch wissen wahrscheinlich auch, die Habsburger werden abgespeist, würde ich jetzt nicht sagen, weil das sind schon potente Gebiete gewesen mit Lombardei, Toskana, Sizilien, Neapel und den österreichischen Niederlanden, also mehr oder weniger das, was heute Belgien ist. Venezuela wird, die Bourbonen versuchen dann, Venezuela einzugliedern in ein neues Konzept. Und da beginnt jetzt das Problem mit Kolumbien. Venezuela wird Kolumbien unterstellt und wer die
Nachrichten der letzten Jahre aufmerksam verfolgt hat, weiß, es gibt dauernd irgendeinen Wickel, irgendeinen Grenzkonflikt mit Kolumbien und der Präsident von Kolumbien schimpft auf den venezolanischen Präsidenten und vice versa. Und das hat seine Ursachen in dieser Entscheidung, der Bourbonen-Reformen einzuleiten und ein neues Vizekönigreich zu gründen, nämlich das Vizekönigreich von Neugranada. Das wird sozusagen aus dem Vizekönigreich von Peru rausgeschnitten. Und jetzt gehen wir mal ein paar Slides wieder weiter, bitte. Das ist der spanische Bürgerkrieg. Da sieht man sehr schön das Gebiet, das die österreichischen Habsburger. Also das ist mehr oder weniger das, was heute Katalonien ist. Ein Schelm, wer Böses denkt, dass wir dann auch noch für diesen Separationskonflikt aktuell vielleicht irgendeine Verantwortung tragen. Nächster Slide, bitte. Und da sieht man jetzt sozusagen den Karl und den ein bisschen Visualisierung ist nicht schlecht in einem Vortrag. Also da geht es jetzt sozusagen um diesen spanischen Erbfolgekrieg, der in sich gesehen ein globaler Krieg war, ein Weltkrieg. Der hat sich über die Kolonien in Afrika, in den Amerikas und in Asien übrigens auch erstreckt. Nächster Slide, bitte. Und hier sehen wir jetzt dieses neu geschaffene Vizekönigreich Neugranada. Und da seht ihr, also Venezuela ist ein Teil davon. Ja? Und zwar ein Teil ohne jegliche institutionelle Basis. Also man war völlig an die Hauptstadt Santa Fe de Bogotá gekoppelt. Und das ist einer der Gründe, warum die Venezolaner sozusagen gegenüber den Kolumbianern auch noch immer Ressentiments haben. Und die Kolumbianer, die Venezolaner halt auch immer bis heute eigentlich schon belächeln als kleiner Bruder. Nicht? Die nennen sich ja offiziell Pueblos Hermanos. Das ist so ein bisschen wie die Österreicher und die Deutschen. Und nur mit dem Unterschied, dass Venezuela kein Miniland geworden ist, sondern ein potentes Erdölland im 20. Jahrhundert. Und somit sich diese Diskurse heute auf sehr seltsamen Ebenen befinden. Nächster Slide, bitte. Und diese bourbonischen Reformen führen dazu, dass dann 1729 eine baskische Kompanie, die Compañía de Guipuzcoana, aktiv wird in Venezuela und mit ihr beginnt sozusagen das erste Mal eine Art kontrollierte Ökonomie. Und zwar Kaffee, Venezuela wird zum größten Kaffeeexporteur der Welt, Kakao, Indigo und Zuckerrohr. Das sind sozusagen die vier Cash Crops, die Venezuela im 18. Jahrhundert begleiten. Und mit dieser ökonomischen Revolution für Venezuela eindeutig, beschränkt sich noch immer nur auf die Küstengebiete, aber doch entsteht sozusagen das erste Mal eine weiße Oberschicht, eine Oligarchie, die diese Provinz leitet. Also das sind schon in Venezuela oder in anderen lateinamerikanischen Ländern geborene Spanier, sogenannte Criollos. Und die, so wie in den britischen Kolonien in Nordamerika, die fordern dann immer mehr Rechte ein. Und das führt dann dazu, dass 1777 Venezuela sich in eine Generalkapitanie verwandelt, also in einen Militärbezirk, den sie sich selber verwalten können, zeigt wieder, der gesamte Kolonialismus ist von Anfang an immer ein militärisches Projekt gewesen. Das ist auch die Ursache, warum wir so viele Militärdiktatoren bis heute dort haben und so viele Personen, die mit Militäruniformen im Fernsehen auftreten. Das gibt es ja jetzt neuestens auch in Österreich. Und das ist immer ein schlechtes Zeichen, sage ich. Ich kenne das aus 20 Jahren Lateinamerika. Je mehr Personen mit Uniformen im Fernsehen auftreten, desto schlechter entwickelt sich die politische Situation. Das muss man leider sagen. Und das ist ganz eng verpackt natürlich auch mit diktatorischen Maßnahmen. Also Militär und diktatorische Maßnahmen in Venezuela gehen einher und wir werden das jetzt ja noch in den nächsten Minuten hören. 1786 wird dann endlich in Caracas ein Appellationsgerichtshof etabliert. Somit haben sie die Judikative
und die Exekutive in Hand der Militärs und der Gerichte. Und darüber wacht sozusagen die katholische Kirche auch eisern. Das brauche ich, glaube ich, nicht dazu sagen. Kolonialismus ist immer auch was Christliches, in dem Fall was römisch-katholisches. Und jetzt färben das erste Mal die Revolutionen so richtig ab. In erster Linie die US-amerikanische Revolution, wenn ich sie so nennen darf, spielt eine ganz wichtige Rolle in Iberoamerika, ist eine Geschichte, die stark abgefärbt hat auf die Entwicklungen in Lateinamerika, vor allen Dingen aber dann die Französische Revolution. Beide Revolutionen spielen eine ganz gewichtige Rolle und die Trägerinnen und Träger dieser revolutionären Gedanken sind auch immer Militärs. Viele der Militärs sind natürlich aus gut betuchten Familien im Offiziersrang. Die meisten studieren in Spanien, kriegen dort eine militärische Ausbildung und wir sprechen jetzt von den 1790er und 1800, frühen ersten Dekade des 19. Jahrhunderts, die kommen in Berührung mit Napoleon und seinen Gedankengut und dem revolutionären Charakter, der trotz alledem hinter dem bonapartistischen System gestanden hat. Darüber könnte man natürlich jetzt ein eigenes Seminar füllen, inwieweit der Bonapartismus noch eine revolutionäre Bewegung war. Gut, kurz und gut, da gibt es jetzt einige Aufstände, Konspirationen, die werden immer wieder niedergeschlagen. Aber dadurch, dass wir ja auch gleichzeitig zur Französischen Revolution wiederum in einem großen Weltkrieg oder in Weltkriegen versunken sind, nämlich den Koalitionskriegen von 1 bis 7, startet 1793, endet 1815 mit dem Sieg in Waterloo, den, glaube ich, auch jeder bei uns in der Schule noch gelernt hat, treten die Briten massiv auf den Plan. Es gibt dann eine britische, sehr, sehr starke britische Interessen um den Feind, nämlich den Spaniern, die ja am Anfang mit den Briten gemeinsam gekämpft haben, aber dann verlieren ja die Spanier gegen die Franzosen. Es kommt zum Frieden von Ildefonso. Das merkt man sich leicht, weil es diese Schokoladenpralinen in Österreich prominent in den 80er Jahren, wenn ich mich erinnere, gegeben hat. Und die werden dann sozusagen Parteigänger, eigentlich aufgrund eines Diktatfriedens, der von Ildefonso ist kein freiwilliger Friede, werden die dann zu Parteigängern der Französischen Revolution, also des Direktoriums, wenn man so will. Ja. Und da kommen jetzt neue Ideen auf, nämlich die Ideen der Abschaffung der Sklaverei, die Ideen von Fraternité, Égalité und Liberté, gepaart mit den Ideen der Bill of Rights und der Declaration of Human Rights und Civil Rights der Französischen Revolution und der Amerikanischen Revolution. Und das, diese geballte Ladung, denen hält die spanische Kolonialismus nicht stand. Und unter der Führung von Simón Bolívar kommt es dann in Venezuela ab 1813 zu Unabhängigkeitskriegen, blutigsten übrigens. Die dauern bis 1825 mit einem Blutsvoll von ca. 1,5 Millionen Toten. Also das ist schon eine enorme Dimension, über die wir da sprechen müssen. Das sind nicht irgendwelche kleinen Kriegerln oder Scharmützeln, sondern das sind richtige lang anhaltende, über fast 2 Dekaden anhaltende oder 1,5 Dekaden anhaltende Kriege mit einem hohen Blutzoll. Und da möchte ich noch eines dazu sagen. Da gibt es noch die Frage, wollen wir für Venezuela gibt es 2 Fragen. Gehen wir den republikanischen Weg der USA und der Französischen Revolution vor Napoleon? Oder gehen wir den britischen Weg der konstitutionellen Monarchie mit einem starken Parlament? Und das ist, Großbritannien bietet sich in dieser Zeit sozusagen mit einer Alternative zwischen dem konservativen Absolutismus österreichischer Prägung. Die Österreicher sind immer vorne dabei, wenn es um so extreme Dinge geht. Metternich, nicht? Wir haben ja parallel schon die Metternichschen Polizeistaat, der eingerichtet wird. Dann gibt es sozusagen dieses republikanische Moment, das von den Amerikanern betrieben wird, das geächtet wird. Die USA werden ja nicht anerkannt als Staat von den europäischen Mächten. Das dauert ja einige Zeit. Man schafft sogar eine schnelle Eingreiftruppe
nämlich die Heilige Allianz, die überall diese Terroristen, diese demokratischen und republikanischen Terroristen vernichten soll. Das gelingt ja auch in gewisser Weise in der liberalen Revolution von Spanien, 1820 bis 23, sonst nichts. Also diese schnellen Eingrifftruppen der europäischen Gemeinschaft, wenn man so will, die sind meistens Aurora-Krepierer, nicht? Wir sehen ja das auch bei der Entwicklung dieses westeuropäischen Verteidigungsbündnisses, das bis heute recht zahnlos agiert, mit ganz wenigen Ausnahmen am Balkan, über die man auch ganz offen reden muss. Was sehr interessant ist, ist auch, dass die Briten ihr System, das sie da in Lateinamerika sozusagen hineinschieben wollen, über die Hintertür sehr stark über die Freimaurerei versuchen zu approximieren. Das heißt, Bolívar, Miranda, alle Helden, die wir kennen aus der Geschichte der Unabhängigkeit, das sind alles Freimaurer gewesen. Und die Freimaurerei, die damals ja für recht fortschrittliche Werte gestanden hat, also auch die Fragen der Freiheit und des Liberalen, aber auch zum Teil also das atheistische Moment, das in der Freimaurerei auch mitschwingt, das alles erfasst diese Revolutionsprozesse. Und warum ist das so wichtig für uns? Weil ja Hugo Chavez die Republika Bolivariana de Venezuela 1999 aus der Taufe gehoben hat und damit diesen Anspruch einer heutigen Demokratie praktisch fast anachronistisch, untertrieben, genommen hat und gesagt hat, das, was der Bolívar Anfang des 19. Jahrhunderts ist das, was wir jetzt auch wollen, nur in einer modernen Art und Weise. Und da steht sicherlich zentral im Mittelpunkt der Integrationsgedanken. Und dann gehen wir jetzt ein Slide bitte weiter oder ein paar Slides weiter. Das zeigt jetzt noch einmal die Größe des Vizekönigreichs von Neugranada, wie es sich 1742 darstellt. Und der gelbe Fleck in der Mitte, in Nordmitte, das ist eigentlich das ursprüngliche Gebiet von Venezuela. Nächstes bitte. Und das zeigt einige dieser Rebellen, die ich vorher genannt habe, die im Zuge der revolutionären Bewegungen am Ende des 18. Jahrhunderts hier an die Oberfläche gespült werden. Links sieht man die sogenannte Comuneros-Revolte. Das waren Aufständische, die sich gegen die Tabak- und Alkoholsteuer aufgelehnt haben. Das ist analog zu sehen zur Bostoner Tea Party von 1773. Das geht auch alles zeitgleich. Also das kann man gar nicht auseinander dividieren. Darum finde ich es immer so interessant, wenn wir im akademisch-institutionellen Rahmen immer Angloamerika haben und Lateinamerika und ich jedes Mal mir schwer tue zu sagen, ja, aber das kann man gar nicht trennen, das muss man schon sehr stark als eines sehen. Der in der Mitte, der Mann, ist auch spannend, das ist Tupac Amaru II., der von sich aus gesagt hat, er ist ein Prinz der alten Inkas. Und der vertritt sozusagen dieses indigene Modell, das ja auch dann beim Chavez sehr stark durchkommt. Also wir haben uns diesen Kontinent nur von euch geborgt und jetzt müssen wir mit euch zusammenarbeiten, weil wir wollen, dass wir alle eine Gemeinschaft werden. Und dann sieht man die zwei venezolanischen Anführer der Konspiration, Conspiracy from 1797 bis 99. Der obere Herr ist Manuel Gual und der untere ist, glaube ich, Juan Vicente España. Der nächste Slide, bitte. Ja, und hier sieht man jetzt die Entwicklung die Ankunft von Francisco Miranda 1805 in Coro und daneben sieht man ein Bildnis von Francisco de Miranda. Übrigens vielleicht ganz interessant, Francisco de Miranda besuchte die Eisenstadt in den 1780er Jahren und hat dort laut seinem eigenen Reisetagebuch Flöte gespielt mit Josef Haydn. Also auch das ist ein Österreich-Bezug mal. Nächstes bitte. Und hier haben wir den großen Befreier Südamerikas,
Befreier heißt auf Spanisch Libertador, das ist auch sein Titel. Und der gründet jetzt aus einer Mischung von napoleonischem Gedankengut mit all dem, was ich vorher aufgezählt habe, sozusagen einen Integrationsraum. Und zwar als Gegenstück zu der Entwicklung in Nordamerika. Wir haben ja diese Vereinigten Staaten von Nordamerika und der Bolívar will jetzt die Vereinigten Staaten von Iberoamerika, also von Mexiko bis Argentinien, ein großes Estados Unidos, also Vereinigte Staaten von Amerika. Und da muss man sagen, er ist hier sehr, sehr weit gewesen für seine Zeit in der Entwicklung. Chávez hat das dann versucht, mit verschiedenen Projekten wieder ins Leben zu gerufen. UNASUR, ALBA, wir werden auf das vielleicht ganz am Schluss noch kommen. Aber ich glaube, dass er seiner Zeit in diesen Bereichen weit voraus war und deswegen hat das auch überhaupt nicht funktioniert. Nächster Slide, bitte. Ja, und das zerbricht aufgrund der Warlords, die ich schon vorher genannt habe. Einen sehen Sie da rechts, das ist Juan Vicente Páez. Er ist ein Llanero, also aus der Prärie, würde man in Nordamerika sagen, der als Pferdedieb begonnen hat und dann eine kleine Privatarmee aufgestellt hat und dann sozusagen jetzt kommt der nächste Begriff, der ganz wichtig ist, ein Caudillo wird. Ein Caudillo ist immer ein regionaler Herrscher, der dann eigentlich mit seiner Privatarmee in die Hauptstadt zieht, dort den Präsidenten umbringt und sich selbst zum Präsidenten ausruft. Und das ist eigentlich das, um das jetzt ein bisschen abzukürzen, das ist eigentlich das, was jetzt im 19. Jahrhundert passiert in Venezuela. Wir haben immer irgendeinen Caudillo, der nach Caracas kommt, dort die Macht ausruft, irgendetwas daher redet, was er nicht alles mit Venezuela machen möchte und wie er es verwandeln will, in welchem Aspekt auch immer. Aber es passiert eigentlich nie was. Also die eigene Tasche ist diesen Herren immer näher gewesen als die Verteilung von Reichtümern, Kaffee, Indigo, Kakao und Zuckerrohr aus dieser Zeit. Nicht? Dann bricht der Zuckerrohrpreis ein durch den Rübenzucker Mitte des 19. Jahrhunderts. Die Kaffeepreise gehen runter und sozusagen das letzte Drittel des 19. Jahrhunderts ist ein sehr schwieriges aus venezolanischer Sicht. Da gibt's Kriege zwischen Zentralisten und Föderalisten, blutigste Kriege wie der Föderationskrieg von 1860 bis 63, also auch parallel zum Sezessionskrieg in den Vereinigten Staaten, mit einem Blutzoll von über 1 Million Menschen. Also Venezuela zum Teil entvölkert bereits in dieser Zeit. Und das versucht man dann mit europäischen Migranten aufzufüllen. Das sind ja auch ganz klassische Migrationsgeschichten, die sich hier ergeben. Guzmán Blanco ist vielleicht eine Figur, die ich noch nennen möchte. Bitte nächstes. Da ist er schon. Guzmán Blanco ist der Erste, der als Modernisierer Venezuelas zu verstehen ist. Guzmán Blanco ist auch ein Militär, wie man sieht. Wir brauchen gar nicht mehr weiter darüber reden. Eigentlich jeder ist ein Militär. Also es gibt dauernd einen Militär, der als General die Macht übernimmt in einer Republik, wo es keine Wahlen gibt. Also keine Demokratie, aber Republik. Und der beginnt mit dem Simón Bolívar-Kult. Weil es ja oft den Vorwurf gegeben hat, Hugo Chávez hätte diesen Kult begonnen. Nein, mit den Verordnungen aus dem Jahre 1873 hat in Venezuela jeder Hauptplatz Plaza Bolívar zu heißen. Und auf jedem dieser Hauptplätze muss es Bolívar-Denkmäler geben. Ich habe hier drei davon nochmal zur Ansicht herausgegeben. Ich kann das PowerPoint ja nachher den Studierenden auch zur Verfügung stellen, beziehungsweise eine Plankette. Also auch dann über Simón Bolívar in der Öffentlichkeit schlecht zu reden, ist mit Strafe belegt. Guzmán Blanco versucht, einen rechtspositivistischen Staat, das ist sozusagen der Erste, der das ernst nimmt. Dazu braucht man natürlich eine Modernisierung. Modernisierung ist allerdings sehr kostspielig und daraufhin verschuldet sich Venezuela schwer. Und zwar bei den Briten, beim Deutschen Reich, nach 1871 klarerweise, bei Italien und bei den USA. Nächste Slide.
Und da sieht man eine Karikatur aus dem Jahre 1902. Stehend sieht man sozusagen Onkel Sam, der sieht, wie der Deutsche mit dem preußischen Helm und der Brite mit sozusagen der britischen, mit dem britischen Anzug den damaligen Präsidenten Cipriano Castro entfedert, der nämlich nicht mehr gewillt ist, die Zinseszinsen an die Deutschen und an die Italiener und die Briten zurückzuzahlen. Die Deutschen hatten vor allen Dingen sehr, sehr große Verbindlichkeiten. Das hat damit zu tun, dass die Firma Krupp in den 1880er Jahren in Venezuela die Eisenbahn gebaut hat. Und als die Venezolaner sagen, sie zahlen das nicht zurück, schicken die Deutschen auf Befehl von Kaiser Wilhelm eine ihre Flotte im Verbund mit den Briten und den Italienern und die beginnen wochenlang venezolanische Hafenstädte zu bombardieren, dann die Zollstationen zu besetzen und den gesamten Zoll, den Zugriff auf den Zoll sofort ins deutsche Eigentum oder ins italienische übergehen zu lassen. Ist übrigens ein interessanter Nebeneffekt, die britische Marine ist erschrocken. In diesem Moment, das erste Mal sieht sie die deutsche Marine in Aktion und sieht, welche Schiffe die bereits hatten. Die Briten haben sich ja auf Navy-Ebene für unverwundbar gehalten zu diesem Zeitpunkt. Und als sie sehen, wie die Deutschen die venezolanischen Schiffe bombardieren, und zwar in einer Kanonenkraft, die die Briten auf keinem einzigen Schiff zu dieser Zeit, die haben sich ein bisschen gehen lassen, die Jahre zuvor, wir denken dann, 1902 kämpfen die noch gemeinsam in Venezuela. 1903 kommt es zur Entente Cordiale mit Frankreich und dann später ab 1907 mit dem zaristischen Russland. Also ich würde auch diese Krise, die sogenannte Venezuela-Krise von 1902-3, als eine der Krisen vor dem Ersten Weltkrieg sehr wohl mit hineinziehen. Also Marokko-Krise, Venezuela-Krise, Algerien-Krise, die Krise im Sudan und so weiter und so fort. Nächster Slide, bitte. Gelöst wird das Problem dadurch, dass Roosevelt die Schulden, die die Venezolaner nicht zurückzahlen können, den Europäern selbst übernimmt. Also Washington ist so nett und sagt, wird so nett natürlich unter Anführungszeichen, wir übernehmen die Schulden der Europäer, dafür gehört uns Venezuela auf gut Deutsch. Ja. Und sie installieren auch gleich einen Mann 1908 als ihren Mann dort und das ist der Juan Vicente Gomez, der dann von 1908, wieder ein Militär, wie wir sehen, bis 1935, also auch zeitgleich mit Mussolini, Hitler, Dollfuss und sonstigen Protagonisten, die in ähnlichem Outfit zu dieser Zeit zu den Menschen gesprochen haben. Und was auch interessant ist, nächste Slide bitte auch, Erdöl wird gefunden. Und zwar Erdöl wird gefunden, weil die Amerikaner schon lange wissen, dass dort Erdöl ist. Sie konnten es nur noch nicht fördern. Und dieses Erdöl, das da gefördert wird, am Anfang ist es Naturasphalt aus einem See, einem natürlichen Asphaltsee im Orinoco-Delta. Und dann kommt man also auf Erdölquellen überall im Land drauf. Und die Hand drauf haben vom Anfang an, ist die sogenannte Standard Oil, heute besser bekannt als Texaco, also Rockefeller aus Texas. Und das ist eigentlich schon die gesamte Geschichte, die das 20. Jahrhundert jetzt prägen wird. Von nun an sitzen die Amerikaner also richtig fett erdöltechnisch in Venezuela drinnen, bauen die ganzen Förderanlagen und die Venezolaner kriegen nur das Geld, was ihnen zusteht, nämlich das, was unter der Erde liegt. Das, was gefördert wird, geht in die in den Gewinn der Standard Oil und dann auch der niederländischen Shell, die vor allen Dingen auf der vorgelagerten Insel Curaçao, die 1917 bereits die größte, weltweit größte Raffinerie gebaut hat und damit auch das venezolanische Erdöl gefördert hat. Und durch den Ersten Weltkrieg, in dem ja das erste Mal Erdöl als Treibstoff für Flugzeuge, Panzer und Schiffe zum Einsatz gekommen ist, in Form von Diesel und Benzin, gibt es einen enormen Boom. Und das ist der Boom, der mehr oder weniger Venezuela zu einem Hoffnungsstern
Staat in Südamerika macht. Das untere Bild übrigens unter der Standard Oil ist auch eine Karikatur, die zeigt, wie die Standard Oil, wie eine Krake sich sozusagen in Venezuela hier weiter verbreitet. Nächster Slide, bitte. Gegen diese Ausbeutung durch die USA gibt es vor allen Dingen auf universitärer Ebene, vor allen Dingen in der UCV, in der genannten Universidad Central de Venezuela, Widerstand. Hier gibt es die sogenannte Generation des Jahres 1928, die sich auch sozusagen im Schatten der bolschewistischen Revolution sehr links gibt. Das ist natürlich die Zeit, in der der Kommunismus punktet, vor allen Dingen bei den unterdrückten Völkern in Lateinamerika. Da gibt es ja genügende Texte von Lenin zum Imperialismus, die alle brav gelesen haben, die auch alle ins Spanische übersetzt wurden. Dazu kommt auch natürlich der Impact der mexikanischen Revolution dazu, die auch in den 20er Jahren einen starken Linkstrall genommen hat, von dem sie sich dann später wieder entfernt. Aber trotz alledem sind die 20er und 30er Jahre sehr stark, vor allen Dingen antifaschistisch. Wir erinnern uns an den mexikanischen Präsidenten Lázaro Cárdenas, der als einziger schriftlich vom Völkerbund den Anschluss Österreichs widersprochen hat, protestiert hat dagegen. Deswegen gibt es ja den Mexikoplatz in Wien. Und diese Gruppe sind, alle diese Gesichter, die ihr da seht, sind zukünftige hochrangige Politiker bis hin Staatspräsidenten von Venezuela. Und auch die Kommunistische Partei Venezuelas wird 1931 gegründet. Aber die wichtigste Partei für die nächsten Jahre wird die Sozialdemokratische Partei, die sogenannte Acción Democrática, abgekürzt AD. Nächster Slide, bitte. Ja, hier sehen wir den Übergang von Vicente Gómez zu López Contreras. Der Mann rechts ist López Contreras, dieser schmale Herr, der euch auch die Büste dann abgebildet hat. Der regiert von 1935 bis 1941 und er ist in gewisser Weise startet den Versuch, irgendwo ein mussolinisches Venezuela mit einem stalinistisch-kommunistischen Projekt zu verbinden, also sehr eklektizistische Ansätze, und er versucht auch die Erdölindustrie in gewisser Weise teilzuverstaatlichen. Das ist ihm nicht gelungen aufgrund des Widerstands der USA. Und was für uns ganz wichtig ist, ist, er nimmt tausende Flüchtlinge der Shoah auf, auch österreichische darunter. Und ich habe ja lange Jahre, tue ich noch immer, über österreichische Shoah-Flüchtlinge in Lateinamerika gearbeitet. Und da ist er sozusagen das positive Gesicht. Gehen wir ein Slide weiter, dann sehen wir schon den nächsten General. Es ist der von 1941 bis 1945 regierende Medina Angarita. Den Namen merke ich immer nicht, den muss ich immer ablesen. Der versucht dann sozusagen die Politik von López Contreras weiterzuführen, geht dann noch einen Schritt weiter und möchte sozusagen die Verstaatlichung wirklich durchsetzen, und da wird er sofort 1945 weggeputscht. Aber, und das ist interessant, von einer Gruppe, die Amerikaner scheinbar nicht am Plan hatten. Eine Bewegung junger Offiziere, also rangmäßig unter dem Oberst, und linker Aktivisten unter der Führung von Romulo Betancourt. Und die bilden dann eine Junta, die von 1945 bis 1948 das Land regiert. Nächste Slide. Das ist der Romulo Betancourt auf der linken Seite, der hält sich aber nur bis 1948. Dann wird er von seinem eigenen Junta-Mitglied Pérez Jiménez geputscht, und dieser Mann prägt dann die 50er Jahre und verwandelt Venezuela in die schrecklichste Diktatur, die es im 20. Jahrhundert in Venezuela gegeben hat. Als Antikommunist ist er allerdings in Washington sehr beliebt. Er kriegt auch den Orden the Heroes of Merit durch Ike Eisenhower. Also da schauen sie ja ein bisschen ähnlich, die drei Herren irgendwie, wenn ich jetzt so nachdenke. Und der übertreibt das dann aber auch. Nicht? Das ist diese klassische Entwicklungsdiktatur mit großen Prestigeprojekten. Nächster Slide, bitte. Das ist sein kurzfristiger Nachfolger Delgado Chalbó. Nächster Slide.
Und hier sieht man diese Megaprojekte, nicht? Das oben ist das Hotel Humboldt auf dem Pico Ávila über Caracas, das Centro Bolívar, die große Autobahn, der Highway, der die Küste mit Caracas verbindet. Und damit kann man Leute blenden, aber nicht sehr lange. Nach ein paar Jahren sind die Leute draufgekommen, dass das auch alles nur mehr Schein als Sein ist. Und es kommt 1958 zu einem Volksaufstand am 23. Jänner, der maßgeblich von der Kommunistischen Partei angeführt wird. Der Widerstand war kommunistisch und die Amerikaner müssen den Pérez Jiménez auch fallen lassen, weil der hat schon Konzentrationslager gebaut und Folteranlagen und das ist auch dem Eisenhower zu viel gewesen. Nächstes Slide. Das ist der Widerstand vom 23. Jänner gegen den Tyrannen. Da sieht man es eh, der Fall der Tyrannei. Und hier rechts sieht man den gefallenen Pérez Jiménez, der dann ins Exil geht, zu Franco nach Spanien, was ja auch einiges sagt über sein ideologisches, über seine ideologischen Hintergründe. Nächster Slide. Und jetzt setzt man sich auf einem Tisch, an einem Tisch. Das Foto aus der Zeitschrift Momento zeigt den Betancourt und den Rafael Caldera ganz links und in der Mitte steht der Urdaneta von der URD. Und die paktieren jetzt. Und zwar einen Pakt, der heißt Pacto de Punto Fijismo. Und in diesem Pakt paktieren die Demokratie, so wie sie sich vorstellen. Und zwar, dass sie bei jeder Wahl eine von den drei staatstragenden Parteien, also Sozialdemokratie, konservative Partei oder liberale Partei, die Macht automatisch übernimmt. Also die Wahlen sind sozusagen nur Makulatur, weil jedes Mal ein anderer dann aber Präsident wird. Und das geht jetzt von 1958 bis 1998. Das ist das, was auch in der Geschichtsschreibung allerdings, so habe ich es noch in den 90er Jahren an der Uni Wien gelernt, das ist die größte Ausbaustufe der Demokratie in Lateinamerika gewesen. Venezuela war ein Vorbild, vielleicht gemeinsam mit Uruguay und Costa Rica ein bisschen, aber die wären ja dann Militärdiktaturen, also Uruguay. Christian, dein Ton ist wieder weg. Vielleicht? Jetzt? Besser? Ja, geht. Jetzt? Ja. Ja, diese seltsamen Stecker von der Uni Graz hier. dagegen gibt es Widerstand. Und das ist der Widerstand, den ich rechts zeigen will. Die Fallen, das ist Guerilla. Die kriegt Auftrieb natürlich durch das Jahr 1959 und den Sieg Fidel Castros in Kuba. Und das sind jetzt so ein paar Ausschnitte, die MIR, die Bandera Roja und die Partido Comunista de Venezuela. Nächster Slide. Ja, also in diesen 20 Jahren, 40 Jahren Demokratie, sterben 30.000 Menschen. Das hat man uns übrigens in den 90er Jahren an der Uni noch nicht beigebracht, dass das so viele Todesopfer, aber der Krieg gegen den Kommunismus als Krieg innerhalb des Kalten Krieges, also wenn man sagt, der Kalte Krieg war nicht blutig, da gibt es genügende Beispiele, wo der Kalte Krieg sehr blutig war, nur weil sich Washington und Moskau nicht direkt gegenübergestanden sind, gibt es trotzdem einen sehr hohen Blutzoll und der bringt dann wieder eine neue Generation von jungen Offizieren hervor. Und da sieht man schon den blutjungen Hugo Chavez, der auch aus diesem Janus kommt, der dann über verschiedene politische Modelle der 70er Jahre, vor allen Dingen der linke General Juan Alvarado, Vázquez Alvarado, wir gehen zum nächsten Slide, das sieht man ihm auch, glaube ich. Ja, das ist der Herr in der Mitte. Der Herr rechts ist der Linke, sind beide Linksmilitärs, also was eher selten ist, ne? Weil Militärs sind meistens relativ rechts. Hier gibt es ganz klare Links-Militärs. Zwei gute Beispiele dafür, eben Velasco Alvarado in Peru von 1968 bis 75 und Omar Torrijos in Panama von 1968 bis 81. Und der Herr links ist ganz spannend, das ist der Oberst William Izarra, ein venezolanischer Oberst, der ist der Verbündete
Binder in den 70er und 80er Jahren zu den Baath-Parteien in Syrien und dem Irak. Und das ist auch einer der Gründe, warum die Regierung Chavez in den Nullerjahren auch sehr stark den Kontakt zum Iran und zu anderen Nationalrevolutionären, zum natürlich auch religiös im Sinne des Irans gesucht hat. Und nächster Slide, da gibt es auch noch eine ganz wichtige Person, die, glaube ich, jeder kennt, das ist der Schakal Carlos, einer der berühmtesten Terroristen der Geschichte. Der Mann heißt ja in Wirklichkeit, glaube ich, Sanchez, Lenin, übrigens Lenin Sanchez, was nichts Besonderes ist. In meiner Zeit in Venezuela hatte ich Studenten, da hieß einer hieß Lenin, der andere hieß Rommel. Da gibt es alles, das sind aber Vornamen, bitte. Da werden meistens Namen genommen aus irgendwelchen Telenovelas oder aus irgendwelchen Filmen, die man irgendwo aufgeschnappt hat. Carlos ist ein Verbinder, der zwischen der PLO, zwischen der Roten Armee-Fraktion, zwischen den Tupamaros in Uruguay, zum Teil auch dann eben Politik macht, die Venezuela in diese linksnationalistische Bewegung hinein einbettet. Nächster Slide. Du hast noch 10 Minuten. Okay, ja. Ich beeile mich. Ja, es kommt dann in den 80er Jahren zu einem Niedergang der Währung und zum Verfall des Erdölpreises. Das führt zu Aufständen wie dem hier von mir gezeigten Caracaso im Jahre 1989. Im Jänner, Februar 1989 kommt es zu folgenschweren Aufständen, die von dieser demokratischen Regierung unter Andrés Pérez niedergeschlagen werden mit 3000 Toten. Stand auch nicht unbedingt in unseren News. 89 haben wir andere Probleme in Europa gehabt. Also das ist ein bisschen aus den Schlagzeilen gekommen. Nächster Slide. Und da gibt es eben eine Gruppe von Leuten unter der Führung von Hugo Chavez, die genau sich in so Militärlogen links positionieren, allerdings natürlich in ihrem Sprech doch sehr rechts, in ihrem Wording schon auch rechts sind. Also das ist ein Hybrid, das man aus europäischer Perspektive kaum einordnen kann. Ich tue mir da immer schwer, das irgendwie zu vergleichen mit etwas, was in Europa stattfindet. Also wenn man sagt, zum Beispiel Chavez wäre ja Kommunist gewesen, kann ich überhaupt nicht unterschreiben. Er hat sich mit den Lehren und Dogmen auseinandergesetzt, wie ich das schon am Anfang gesagt habe, aber er selber hätte sich auch nie als Kommunist oder Sozialist im klassischen Sinne bezeichnet. Nächstes. Ja, und das kommt dann zu einem Putschversuch. Das letzte Foto zeigt ja die Putschisten vom 4. Februar 1992. Und dann muss er für 2 Jahre ins Gefängnis, dann kommt er raus, legt die Uniform ab und wird ein ziviler Politiker. Und als ziviler Politiker gründet er dann eine Grassroot-Movement eigentlich, die Bewegung zur 5. Republik, weil sich diese 4. Republik eben als dieser Buntufichismo, dieser Pakt, der hat auch immer wieder gesagt, wir sind die 4. Republik, also ähnlich wie die Franzosen das mit ihren republikanischen Zielweise machen. Und da kommt er durch Wahl 1998 im Dezember an die Macht. Einführung in das Amt ist erst am 2. Februar 1999 und lässt sofort eine gesetzgebende, eine Assemblea Constituyente, also eine verfassungsgebende Ausschuss, einen parlamentarischen Ausschuss tagen. Und der erarbeitet dann innerhalb von einem Jahr gemeinsam mit Zivilgesellschaften, auch mit den Militärs, mit politischen Parteien und so weiter, die Verfassung, die Sie hier sehen, nämlich die Verfassung von Venezuela, die bolivarische Verfassung von Venezuela. Und die gibt jetzt in den Punkten, die wir hier sehen, aber die können wir jetzt vielleicht in der Diskussion besprechen. Da ist es, macht es vielleicht, gibt es vielleicht mehr her, als wenn ich jetzt schon gefühlte 200 Minuten geredet habe. Und daraus wird dann 2 Dinge, die partizipative Demokratie, die ich schon eingangs erwähnt habe. Also ich habe mich ja nicht um das Thema herumgeschwindelt, sondern ich habe ja am Anfang davon erzählt. Und wir können jetzt noch einmal über das Thema reden. Die partizipative Demokratie, die sozusagen das System schlussendlich auf ein
auf den kleinsten möglichen gemeinsamen Nenner herunterbringen will. Das wären dann die Consejos Comunales. Das sind sozusagen im Kropotkinschen Sinne kleine Einheiten von Blöcken, also Straßenzügen, die sozusagen Räte bilden. Angelehnt ist das natürlich an die Arbeiterräte, also die sogenannten Sowjets. Aber dieses Wording würde in Venezuela nie verwendet werden. Und das ist sozusagen die demokratischste Einheit, die Gesellschaft hervorbringen soll. Und die sind sozusagen dann dafür verantwortlich, dass Politik vom Kleinen ins Große rausgetragen wird. Dass das nicht funktioniert hat, da kann man sich natürlich auch vorstellen, ist natürlich ein Utopismus. Ich war da tief drinnen in diesen Consejos Comunales, hat mich sehr interessiert, dieses Thema. Und wenn es dazu Fragen gibt, könnt ihr mir gerne jetzt Fragen stellen. Nächstes Slide. Nächstes. Da steht alles, was ich für den Vortrag noch zu sagen habe. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Durchhalten. Vielen Dank. Muchísimas gracias. Danke, Christian, für einen sehr eindrucksvollen Überblick in Thematik, die bei uns an der Uni, wie du schon erwähnt hast, eher weniger gut beleuchtet ist. Sehr interessant, da die Zusammenhänge zu sehen zu anderen internationalen Konflikten.